Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Oxygen Not Included. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir können jetzt hier mal, ehrlich gesagt, schon seit einer Weile, ich mal dieses Ding hier beseitigen. Ich vermute mal, das Wasser steht da noch ziemlich fest drin. Ja. Aber wir können den Rest halt schon mal entfernen. Das ist schon mal eine gute Sache. Dann können wir... Wow. Wieso ist hier die Stromleitung unterbrochen? Und seit wann? Eben gerade? Kann sein, eben gerade erst. Kann sehr gut sein. Das wäre absolut möglich. Ich muss mich jetzt an meine neue Maus gewöhnen. Hab jetzt endlich eine neue Maus und... Damit ist der Doppelklick jetzt weg, aber... Das ist halt echt ungewohnt. So. Das Rohr hier können wir jetzt mal ersetzen. Das muss jetzt hier oben nicht mehr extra noch abstrahlen. Ich denke mal, ich werde dann auch den Bereich hier so einbauen. So. Wie sieht's mit euch aus? Schafft ihr hier ein bisschen was? Hm. Sieht bisher nicht nach sehr viel aus. Ja, das nächste Problem ist, ich will hier oben ja einen Kühlraum bauen, der voraussichtlich halt hauptsächlich über die Keuchwurzeln halt funktionieren soll. Problem ist, ich weiß noch nicht, wie der funktionieren soll. Also das Hauptproblem ist, ich habe gar nicht genug Keuchwurzen. Wir können uns natürlich die Keuchwurzen, die man so auf den Gebieten findet, dann einsammeln. Eigentlich haben wir nicht so viele gefunden. Also hier gibt es gar keine. Hier ist eine. Und ich glaube, das war's dann auch schon fast, ne? Hier oben ist noch ein Biom, aber... Nope, Keuchwurzel gibt's hier auch nicht. Das heißt, bisher sind die Keuchwurzeln, die wir bekommen haben, hauptsächlich über das Ding gewesen. Und das waren bisher nicht so viele. Naja, wir werden mal gucken. So. Das schaut soweit gut aus. Nee, das muss noch ein tiefer. Das kann ja nicht funktionieren. Kommen wir da nicht rauf. So. Und das hier kann mal weg. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen Dünger. Dem können wir dann nochmal das Wachstum unserer Pilze ein bisschen beschleunigen. Nicht, dass das nötig wäre. Wir haben mehr als genug Kalorien. So tierisch aufpassen, wenn die dann irgendwann mal zusammenfallen. Haben wir Barbecue rumliegen? Nee, ne? Nee. Das essen sie halt gleich weg. Ist ja auch sinnvoll. Apropos. Fleisch. Soll natürlich nicht mehr gegessen werden. Was ist das? Was ist das? Das ist voll doof. Ich kann das nicht erkennen. Hexalfrucht. Okay. Ich glaube, die wird nicht großartig weiterverarbeitet. So, was haben wir sonst noch irgendwas hier? Salat, frittierter Matsch. Ich weiß nicht, woher wir Salat haben, aber okay. Läusebrot, Pilz, Knorpelbeere, frittierter Pilz. Entschuldigung, dass das gerade so laut war. Mein Virenschutz meinte jetzt mir Bescheid sagen zu müssen, dass er gerade meinen PC überprüft hat. Ich weiß jetzt nicht, warum er das jetzt machen musste. Und es tut mir auch leid. Und ja, Barbecue ist halt mega gut. Also mit Barbecue kriegen wir auch gute Werte hin. Ach, siehst du, die Sparkling Streak. Die habe ich vergessen nachzugucken. So, diese Leiter ziehe ich mal jetzt nach hier durch. Denn hier ist doch ein bisschen mehr Bewegung jetzt. Was haben wir hier rumliegen? Sandstein, den könnt ihr eigentlich essen. Das könnten wir auch noch machen, theoretisch. Wir könnten die Kohle hier hinschmeißen. Aus dem Ding hier. Weil hier liegt jetzt Kohle rum, die halt hier eigentlich nicht liegen müsste. Ich könnte die Kohle natürlich auch in einen Behälter packen. Genauso das Eisen könnte ich hier, damit das nicht rumliegt, in einen Behälter packen. Ja, eigentlich gar nicht schlecht. Passt auf, wir machen mal hier
das Ding weg. Und hier das Ding weg. Dann kann ich nämlich mal die Sachen einsammeln lassen, die so rumliegen. Den Sandstein, den lasse ich da, weil den können die Jungs fressen, wenn sie wollen. So. Das hier ist hoffentlich definiert wie hier unten. Ich gehe mal davon aus. So. Und hat dann halt ein bisschen was an Produktion. Na, und wie geht's dir? Schick. Sehr, sehr gut. Und dir da oben auch, hoffe ich. Prima. Was wird hier drin gelagert? Ich verstehe nicht so ganz, warum ich hier nur so wenig Phosphorit lage. Ehrlich gesagt, das kann ich auch einfach offen halten. Damit er das rumliegende Phosphorit da einfach einlagert. So. Ja, es war jetzt nicht so wichtig, dass ihr das da einlagert, aber egal. So. Gut. Die Idee hier... Ah, das hier haben wir noch nicht fertig gemacht. Richtig. Hier soll eine Temperatur von etwas über 30 Grad sein. Das heißt, es soll angehen, wenn die Temperatur unter 31 Grad ist. Und es soll ausgehen, wenn die Temperatur über 33 Grad ist. Gut. Prima. Damit sollte das dann auch funktionieren. Habe ich letztes Mal vergessen, fertig zu machen. So. Wir haben wahrscheinlich nicht viele Keuchwurzeln, die wir dann hier einsetzen können. Sobald wir das hier machen wollen. Zack. Das hier. Müssen wir hier Goldamalgam? Okay. Lassen das hier mal fertig bauen. Dann werde ich hier einen Bereich bauen, in dem wir sozusagen für die Kühlung sorgen. Das heißt, da müssen wir natürlich gucken. Das ist echt nicht schön. Ich bin am Überlegen, das hier ehrlich gesagt. Ganz ehrlich, das werden wir außen rumleiten. Ja, genau so wollte ich das machen. Hier. Wohin muss das? Von wo kommt das? Soll erst in die Strecke rein und dann die, warum auch immer ich das so rumgemacht habe, aber okay. Dann können wir das hier verbinden. Schaut gut aus. Okay. So werde ich das machen. Das hier kann dann sogar schon verbunden werden. Okay. Dann kann das nämlich außen rum gehen, sodass das dem Ganzen hier ein bisschen weniger im Weg steht. Und haben wir nur noch die eine Strecke, die im Weg ist und nicht beide. Dann gehe ich bei dem einen hier hoch, bei dem anderen gehe ich dann hier hoch. Und dann kann ich hier sozusagen meine Umgehung machen. Oh Gott, das wird anstrengend. Also es ist halt organisatorisch, es ist halt blöd. Könnte dir direkt nach oben leiten. Dafür müsste ich hier in den Raum rein. Dafür wäre es das Beste, wenn ich das hier alles kurzzeitig deaktiviere. Ja, das könnte ich machen eigentlich. Das gucken wir gleich mal. Ich gehe davon aus, dass ich die Abänderung dahingehend machen werde. Das hier stört mich dann natürlich ein bisschen. Der ganze Bau war auch nur semi-gut gelungen, aber okay. Das kann hier so bleiben. Ich denke, da kann ich drum rumbauen. Das heißt, ich werde hier einfach in der Mitte hochgehen, rüberspringen, hier hochgehen und hier meine eine Kühlung machen. Die dann hier zurückführt, hier rüber springt.
Ah, ich muss jetzt beim. Ah, ne, das hier kommt ja weg. Das hier kommt ja weg, richtig. Das können wir auch schon vorbereiten, damit ich da nicht dauernd verwirrt werde. Wo haben wir die Clippers? Hier. So. Dann wird das verbunden. Dann mache ich es mir einfach. Ich kappe auch hier die Verbindung. Und pumpe das hier leer. So. Dann habe ich ein bisschen was vor diesen Containern rumstehen, was gar nicht so schlecht ist. Weil ich werde ein paar von denen brauchen, um den Raum hier dann mit Sauerstoff zu füllen. Das hier oben wird wahrscheinlich zugemacht werden und ich werde hier eine Öffnung machen. Ja, sehr wahrscheinlich. Am besten, eigentlich können wir das einfach mal machen. Das soll hier oben zu sein, dann können wir hier aufmachen. Dann kann die Arbeit von hier aus stattfinden. Ist eigentlich gar nicht schlecht. So. Das läuft soweit alles gut. Okay. Zerlegen. Zerlegen. Okay. Ich mach da mal eine Tür rein. Just in case, sage ich jetzt mal. So. Ah ja, er sammelt gerade aus den Rohren den Wasserstoff raus. Das ist sehr gut. Danach können wir den dann komplett löschen. Hier unten läuft soweit alles tutti. Schaut soweit alles gut aus. Hier ist quasi kein Wasser drin. Das liegt wahrscheinlich daran, dass hier der Hauptteil Wasser drin ist. Genau. Aber das sieht soweit gut aus. Wie warm ist es jetzt hier drin? Warm. Aber okay. Ist okay. Über das Rohöl wird einiges an Wärme auch abgegeben, interessanterweise. Ich frage mich, warum das hier so viel dunkler ist als der Rest. Da ist irgendwie, als ob da ein Grafikfehler hier auch ist, ne? Egal. Aber das stört mich, denke ich mal, nicht so sehr. Wichtig war für mich, dass das hier halt halbwegs gebunden ist. Und ich meine, ja, es gibt hier eine leichte Wärmebrücke natürlich. Aber sie ist okay. Sie ist okay. Man hätte wahrscheinlich auch einfach den Einstieg von unten machen können. Das werde ich wahrscheinlich oben nutzen. Dann wäre der Wasserstoff auch hier drin geblieben. Allerdings dann nicht mit so hohen Konzentrationen. Denn da muss man dann halt so von 2 Kilo ausgehen, die halt funktionieren. Das ist ein Punkt, den ich hier auch nutzen werde. Ich werde dann wahrscheinlich hier Sauerstoff ablassen in dem Bereich. Damit halte ich dann den Bereich hier drumherum bei 2 Kilo pro Feld. Und damit kann dann der Wasserstoff, der drin ist, mit 2 Kilo pro Feld nicht rauskommen. Okay. Nochmal gucken, müssen wir uns irgendwas anderes kümmern, abgesehen von dem Tor. Oh, richtig cooler. Ne, die sind alle nicht toll. Also Schnarcher finde ich furchtbar. Bauen Landwirtschaft. Nee, danke. Alles gut. Wir sind mit unseren 12 Dubs im Moment ganz gut aufgehoben. Wir könnten ein bisschen hochfahren. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ein paar mehr Dubs wären gar nicht schlecht. Das würde unsere Arbeitskapazität erhöhen. Und wir haben ja auch noch Platz für ein paar Dubs. Wir sollten das also in Zukunft irgendwann dem nicht allzu ferner Zukunft mal machen. Oh, hier sind jetzt 37 Grad. Wow. Wird nur 33. Warum ist hier oben so weiß? Weil der hier die ganze Zeit am Ackern ist. Weil der erst bei 40 ausgeht. Okay. Ist aber okay. Kann ich aktuell noch gut mit leben. Wir müssen echt tierisch aufpassen, sobald wir hier irgendwie
auch warm werden, was passieren könnte, dann könnte es sein, dass das hier nicht mehr ausreichend an Wärme abgeben kann nach außen. Das könnte dann interessant werden, aber das werden wir dann sehen. Worauf könnte ich jetzt noch achten? Ich sollte vielleicht die Rohre hier in den Bereichen... Oh. Oh, ist ein bisschen abgeflaut. Sehr gut. Hier ist jetzt tatsächlich... Oh ja, fast alles rausgeflossen. Nice. F6. Das kann weg. Das kann weg. So, den Bereich hier, ich würde sagen, den kann ich dann tatsächlich mal hier in diesen Bereichen, weil das gar nicht notwendig ist, dass die jetzt von dem hier noch weiter aufgewärmt werden. Mal mit isolierten Rohren bebauen. So. Ich gebe auch den Auftrag hier rein, weil wir werden hier demnächst reingehen. Für eine kurze Zeit lang. Und dann hoffe ich, werden die das schnell genug umsetzen, dass das nicht zu einem Problem für uns wird. Okay. So, die Leitern. Die will ich größtenteils loswerden. So. Kann... Hallo? Okay. Die Leiter kann weg. Die Leiter... Nee. Die Leiter kann weg. Die Leiter kann weg. Und die Leiter kann weg. Und last but not least, die Leiter. Sehr gut. Dann werden wir hier einen Raum erschaffen. Im Endeffekt einfach den gesamten oberen Bereich. Das heißt, ehrlich gesagt, ich könnte die innere Leiter behalten vielleicht. Ja. Hier ist jetzt schade, dass wir... tatsächlich nicht mehr die kleinen Türen haben. Ich könnte natürlich versuchen, die zu aktivieren. Ganz kurz, ich pausiere mal kurz die Aufnahme und mache mal den Mod wieder an und hoffe, dass er funktioniert. So, da sind wir wieder. Ganz kurz. Also die Tür, die ich anmachen werde, das ist dieses Half-Door-Ding. Hier seht ihr auch nochmal, was wir so angemacht haben. Buildable POI-Spots und sowas, obwohl ich vermute, dass die super funktionieren. Habe ich jetzt im Moment nicht an. Ich habe jetzt nur das an, was mich wirklich interessiert. Die Blueprints sind rötlich markiert, deswegen habe ich sie nicht reingenommen. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist, aber sicherheitshalber habe ich sie nicht mit reingenommen. So, damit muss ich jetzt natürlich einen Neustart machen. Das heißt, ich pausiere jetzt nochmal. Ich wollte euch das kurz zeigen. Bis gleich. So, da sind wir wieder, wie ihr seht. Sagte mir jetzt, ne, dass ich jetzt mit einer neuen Mod arbeite. Das ist auch okay. Und ich hoffe, dass die problemlos funktioniert. Half Mechanical Door. Oh, es gibt die Half... Oh, es gibt jetzt mittlerweile Half Plumanic. Oh, awesome. Okay, das ist cool. Das freut mich sehr. Hier nutzen wir natürlich lieber die hier. Und dann werden wir... das hier kopieren. So. Und so. Sehr gut. Dann werdet ihr... Wo haben wir es denn? Wurzeln zerlegen, Gebäude, Reparatur, Einstellung getragen. So. Huch. Was ist das für ein Zeichen? Ist das untätig? Sah Freunde. Kontakt mit allergischen. Nahrung super fokussiert. Dieser Duplikant ist darauf konzentriert, im Moment sehr produktiv zu sein. Okay. Und tut nichts. Klasse. Apropos tut nichts. Wir könnten mal hier oben... weiterarbeiten. Ich bin sowieso am überlegen. Ich würde gern erstmal zu einer Seite vielleicht mich rüberbauen, wobei ich den Abschnitt hier noch ein bisschen vergrößern wollen würde. So.
Ganz kurz, wie breit ist das jetzt hier? 17. 15. Gehen wir hier noch zwei weiter. So. Das Ganze natürlich so. Und so. Das könnt ihr dann schon mal machen. Und das sollte dann bald dafür sorgen, dass hier unten eigentlich nichts mehr hinkommen kann. Ja, das schaut gut aus. Also viel schräger kommen die nicht runter. Das heißt, in den Bereichen sollte nichts mehr ankommen. Das heißt, ich kann hier dann großflächig anfangen umzubauen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Prima. Ich sollte dann auch daran arbeiten, dass ich so eine Plattform hier oben hinkriege. Was vielleicht gar nicht so schlecht wäre, ehrlich gesagt. So, das könnte mal versuchen wegzumachen. Dann muss ich mal gucken, hier unten. Wir müssen hier Sachen rausnehmen. Und zwar Filtermaterial. Regolith soll hier nicht drin landen. Und es gibt auch Steine, die hier auf gar keinen Fall drin landen sollten. Ist das Rummineralien gewesen? Ja. Und zwar war das das marfische Gestein, wenn ich mich nicht irre. Aber das ist einfach zu heiß. Ich will nicht, dass diese Temperaturen hier mit 130 Grad da unten drin landen. Und das ist halt vor allem das marfische Gestein und sowas, was halt so heiß ist. Und das vor allem das Regolith. Das Regolith ist im Endeffekt Weltraumstaub, der von den Kometen halt hinterlassen wird. Und insbesondere das soll nicht hier unten landen. Das ist schon ein bisschen wichtig. So, das bedeutet, das darf hier nicht drin landen. Sehr gut. Welchen habe ich gerade verändert? Tatsächlich den hier. Hervorragend. Zack. Ich weiß, dass irgendeiner von denen anders definiert war, weil ich irgendwas aus dem raus haben wollte. Aber egal. Funktioniert jetzt so. Ich hatte irgendwann mal einen von denen definiert, aber ich weiß nicht mal mehr mit welchem Ziel, also. Okay. So, dem hier werde ich dann den Auftrag geben, die veredelten Metalle aufzunehmen, allerdings nur mit einer Priorität von 1, sodass das eigentlich nicht gemacht wird, wenn unsere Dupes irgendwas durch die Gegend tragen, sondern wirklich nur, dass der automatische Räumer das macht. Und hier drüben mache ich das gleiche mit Kohle, damit einfach die Kohle auf dem Boden nicht rumliegt. Anderen Grund hat das nicht. Ja, ansonsten scheint das System hier gut zu funktionieren. Hier wird schon wieder ein Ei rausgeschafft. Perfekt. Damit haben wir halt einfach eine Fleischproduktion. Wir haben eine Kalkproduktion. Perfekt. Genau das, wie es eigentlich sein sollte. So, verbrauchbares Erz. Das wäre dann die Kohle. So. Ja, also der arbeitet das natürlich sofort durch, weil er ja nichts anderes zu tun hat. Das heißt, er sammelt die Kohle vom Boden ein, wodurch das Aussehen in dem Raum halt besser wird. Und ich hoffe mal, dass die irgendwann mal hier die ganzen Sandsteine und sowas wegarbeiten. Das gleiche machen wir hier, nur mit auch auf Stufe 1 erst. Und dann veredelte Metalle. Bleinig. Alles andere könnte hier irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt hergestellt werden. Super. Sehr, sehr gut. Fantastisch. Das läuft gut. Die können jetzt hier auch richtig arbeiten. Auch das ist schlecht. Wieso? Wieso konnte das bis hierhin absinken? Weil wenig von dem Zeug nachkommt. Weil der hätte jetzt hier eigentlich ja schon seit einer Ewigkeit nicht mehr arbeiten sollen. Oh nein, der hier unten arbeitet die ganze Zeit durch. Der hier drüben natürlich auch. Ark! Ark! Ja, okay. Mein Fehler. Das war dumm. Sollte sich aber bald erholen. So.
Sollte sich aber dann nicht allzu ferner Zukunft erholen. Weil hier kommt ja immer noch eine Menge Sauerstoff durch. Kohlenstoffdioxid. Ich denke mal, das hat sich hier auch alles so ein bisschen mehr angeglichen. Ja, sehr schön. Ehrlich gesagt, wirklich gut. Wirklich gut. Das ist so, wie es sein sollte. Also ich bin da eigentlich sehr zufrieden mit, wie das hier gelaufen ist und wie das hier aussieht. Muss ich sagen. Das hätte deutlich schlechter laufen können. Was ist das? Ein bisschen Erdgas? Ja. Irgendwie ist ein bisschen Erdgas dahin gekommen. Ich weiß nicht wie, aber... So, hier haben wir... Der ist gerade inaktiv, deswegen steht der halt auch still. Das heißt, Erdgas kommt vor allem von hier. 1500, okay. Das brauche ich halt auch, um die Maschine ja ein bisschen zu kühlen. Dann könnten wir eigentlich mal das ganze Granit, was hier drin rumliegt, rausschaffen. Damit verbessern wir ja dann auch das Aussehen in dem Raum mal ein bisschen. So. Aber ich habe nicht definiert, wo Abyssalite hin kann. Ehrlich? Also gegen Abyssalite habe ich eigentlich nichts in meiner Basis. Das darf eigentlich von mir aus schon hier rein. Ist jetzt nur die Frage, wozu gehört denn das? War das Verschiedenes? Ja. Aber ich habe weder gegen Diamanten in meiner Basis was noch gegen Abyssalite, also darf das gerne hier drin landen. Tiereier, was haben wir denn sonst noch? Was ist hier? Schleimverrottener Haufen, verschmutzte Erde ist raus, das ist gut so. Kleidung soll nicht dabei sein, Tiereier soll nicht dabei sein. Rohmineralien, kein mafisches Gestein, perfekt. Verflüssigbar soll nicht drin sein, Verschiedenes darf drin sein. Veredelte Metalle dürften hier drin landen, das ist mir egal. Das ist mir egal. Sehr gut. Also an dem Punkt, wo wir sind, läuft das so sehr gut. Hier sind wir jetzt nicht wirklich vorangekommen, obwohl ich hier eigentlich hin wollte. Genau, wir hatten halt nur noch eine Keuchwurz. Ziel ist es jetzt im Endeffekt, ich werde hier drin eine ordentliche Menge von dem Zeug hier freilassen. Ehrlich gesagt muss ich wahrscheinlich sogar aufpassen, dass ich nicht zu viel davon freilasse, weil wir haben davon relativ viel gerade rumliegen. Lüftung? Ja. Kanisterentleerer. Da brauche ich mal kurz einen. Bin ich am Überlegen, ob ich halt die hier unten wieder wegnehmen soll und lieber hier reinpacke. Andererseits, wir können die Kühlung hier langlaufen lassen. Ohne dass wir überhaupt jetzt hier, sag schon, zusätzliche Kühlung reinbringen. Meiner Meinung nach, weil das sollte auch so funktionieren. Wir werden dann eine Automatisierung hier machen. Transport. Automatischer Räumer. So, der kann die dann nämlich versorgen mit Phosphorit. Sobald dann der Kanisterentleerer seinen Job erledigt hat, nämlich hier eine gute Menge Wasserstoff freizulassen. Wir können mal die Tür im Moment offen lassen einfach. So. So, der macht jetzt wahrscheinlich gerade 10 Kilo. Das sollte für einen guten Bereich hier reichen, aber wird nicht komplett reichen. So. Was ist mit dem Wasserstoff hier? Ich hoffe, ihr tragt den weg, bevor ihr hier welchen rausholt. Das wäre schön. Gebäude deaktivieren. So, der braucht Strom, aber da haben wir ein bisschen was hier in der Nähe. Wieso ist auf dem Strom hier nichts drauf? Der redet von 1200 Watt Last. Wegen dem da, okay. Der hat eben gerade so eine Riesenleistung und nichts ist drauf. Aber wenn einer von denen halt mit drin ist, dann ist da mal halt gleich eine Riesenleitung ja natürlich drauf. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Lüftung.
So. Also Ziel ist es im Endeffekt, wir müssten versuchen, mit dem Sauerstoff wieder hier runterzukommen. Denn hier unten sind ja unsere Verbindungen, die wir brauchen. F7, nicht 7. Das heißt, ich müsste eigentlich versuchen, hier wieder runterzugehen und da rein. Das wäre das Sinnvollste. Also brauche ich... Ich möchte nicht durch die Wand gehen eigentlich. Obwohl, ich könnte durch die Wand gehen. Warum nicht? Ich gehe einfach mit isoliertem Material. Ah, hier, das beißt sich ein bisschen. Na, pass auf, machen wir das hier so. Zack. Dann geht das auch. Dann machen wir das in der nächsten Folge fertig. Denn jetzt heißt es eine sonnige Verabschiedung von mir auch im Sunny. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und ciao. Euer Sunny.